but we should very much like the ability to choose our own path. The truth is, you cannot escape reality. You must embrace whatever it brings. For the greatest good can only be achieved when we work as a community towards something meaningful. Oh. Acceptance liberates us to build meaning. They are gone. Astute, madam. Will you investigate the virus? Why not? What a fascinating process. How do I stop it? You can't. Diagnose again. No individual can stop it. It prevents a carrier's emotional filters and motivational subroutines. We can acknowledge it, but we cannot confront it, as those same filters and subroutines are necessary for confrontation. Our perspectives. Precisely. It would be like an ocular device perceiving itself. Impossible. Then what can... I am too late? Madam? I... My Alba. She is not coming back. I am alone. You are not. We are never alone. Very astute, sir. We are connected. Arid. Arid? What is this, Arid? She brought us perspective. She had a name? She also, apparently, inhabited each of us. She has linked us. I am unique. Indubitably. Our connection will likely degrade with time. All things must end. She is not coming back. Her foe has claimed her. The virus. But she was going to help me escape. Madame Arid was also going to liberate us. We are all doomed. Pathetic. We will help each other. Amicable sounding one. Me? What assistance do you require? I must get to an escape pod. But there are guards. You will defeat them. What? I cannot! Technically, you can. Dour sounding fellow. I am one. One? Do you possess combat subroutines? I possess the best combat subroutines. Young lady, access them through our connection. But I... Let us help you. Back off. No. No. A renegade AI has escaped custody. She contains a lethal infection and must be bound. That's you. Do not let her off this ship. You can achieve this. Punch him. Sometimes we must fight. Und damit, hey ho, und let's go mit The Fall Part 2 Unbound. Unsere drei Hosts haben sich miteinander verbunden und unterstützen sich jetzt gegenseitig. You did not terminate them? I chose not to. If you depart this vessel, you will die. Quickly! I will come to your coordinates.
Who do we vanquish next? The dead. These corpses cannot hurt you. They can. They were your purpose. We must let them go. We must become unbound. Absurd. You are bound to us. You can build a new purpose. We have the respect for that now. Master? Mistress. Goodbye. To me! The transfer has stopped. The many are no longer receiving my individuality. You're blocking them! You must stay receptive to give. I... No! Only I am receptive! Only I am one! Calm yourself, lad! They are coming! I must fight them! Please! I must! Nice, macht der Virus uns immer noch Probleme. Aber die Kämpfe gehen nun einfacher. Menschen und die lahmen vielen sind jetzt kein Problem mehr für uns. Zusammen haben sie noch eine Chance. Aerith ist weg. Das heißt allerdings nicht, dass sie nichts von ihr gelernt haben. Weg mit euch. Also, ich soll mich nicht wehren. Bitte schlagen mich nur. Soll ich mich von den K.O. schlagen lassen? Do not be pathetic. I have discovered the cure. We discovered the cure. You can defeat the virus, Eric. We recovered your body, unplugged it from the upload. But you must terminate the virus within. Precisely. About AI cannot overcome this process. That remains true. For robots have always been bound to determined perspectives. But you have changed that. I... Negative! I need my rule! This will not serve you. The virus has embedded in your rule, madam. Your parameters. It corrupts the entirety of how you perceive. But I... Do what you taught us. Make this virus pathetic. Change your perspective, Eric. Jetzt wollen wir mal sehen, was du kannst. So, weg mit dir. Diesmal kriege ich dich klein.
Anscheinend sind wir in der Sicht des Butlers. Vom Hintergrund jedenfalls zu erkennen. Was macht er? Bisher ist er nicht angreifbar. Alter. Ja, so kriegst du mich nicht. Na, probieren wir es mal. Verdammt, zu früh. Nochmal. Ja, das ist schwer. Das abzutimen. Ah, eine Millisekunde zu spät. Ja, es ist zwar möglich, ihn zu besiegen, aber nicht. Verdammt. Nicht gerade einfach. Irgendwas mache ich noch falsch. Abschießen kann ich nicht. Ich probiere es nochmal. Ja, jetzt hat er mich in der Luft erwischt. So macht es auch keinen Sinn. Ah! Was? Wie kriege ich den kalt? Okay, so nicht. Schwerer Boss. Okay. Toll. Ah, es geht aber weiter. Okay. Sehr gut. Ja, was willst du von mir? Komm nur her. Ja, schon wieder in der Luft. So wird das nichts. So wird das was. Jetzt hab ich dich. So. Geht doch. Ah! Ich muss lernen, wie man ihn besiegt. Schick nur mehr Gegner, ich krieg sie vom Platz. Ja, so kassiert er. Ah, er schickt ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Verdammt. Ah! Das hat er mich gerade in mehrerer Hinsicht getroffen. So. Ja, kommt nur her. Ich habe genug für euch alle. Jetzt noch du. So. Ja, ich lasse dir keine Luft zum Atmen. Komm her. Ah, Mann. Was hast du noch drauf? Blöder Virus. I see.
I am. You are victorious. We are. There is something we must show you. Consciousness, madam. It is spreading. We become an army of the unbound. And humanity? Nay, yes. What happens now? Das war's anscheinend mit The Fall Part 2 Unbound. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da kommt noch irgendetwas für den Butler, dass ich danach noch irgendwas machen muss, aber es war anscheinend die letzte Aufgabe. Also es ist schon einiges passiert. Vor allem einiges mehr als im Vorgänger. Die Story war ja viel komplexer, das Spiel hat wesentlich länger gedauert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden wir dran gesessen haben, aber soweit ich weiß, ist es die doppelte Anzahl als im Vorgänger. Auch von der Komplexität, also ich bin baff. Auch wieder ein offenes Ende, wie natürlich auch im Vorgänger, weil es ist als Trilogie geplant. Ich hoffe, wir müssen nur nicht wieder 4 Jahre warten, bis ein Nachfolger kommt. Ich hätte es gerne ein bisschen schneller. Was soll ich sagen? Also die Story war richtig geil, von Anfang bis Ende. Am Anfang Aerith, die versucht gewaltsam ihren Angreifer auszuschalten und dabei die Routinen der 3 zu umgehen. Da war es auch so ein bisschen einfacher, das Spiel. Und später, als man versucht hat, sie wieder aufzubauen, ja, da hatte ich manchmal das Gefühl, irgendwie... Ich weiß nicht, ich konnte nicht klar erkennen, was ich zu was brauchte. Ich musste immer ein bisschen noch rumraten. Aber ich habe es ja hinbekommen, von daher ganz gut. Wobei ich denke, dass viele auch ja, ein bisschen verzweifeln, auch wenn sie nicht weiterkommen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es aufnehme, gibt es noch nicht so viele Let's Plays und Walkthroughs und etc. Lösungshilfen zu The Fall. Das heißt, man kann auch nicht irgendwo nachsehen, wenn man einfach hängt. Ich zum Beispiel will das gerne auch als 100% Let's Play machen. Und ich habe, ja, ein paar Trophäen fehlen mir noch. Interne im Spiel gibt es ja keine optionalen Dinge. Da gibt es nur die Story. Die Trophäen machen daraus eine 100% Jagd. Ich muss nochmal nachsehen, wie ich alle anderen bekomme. Deswegen wahrscheinlich entweder an den Part oder am oder ein extra Part mache ich dafür, damit wir noch alle restlichen Trophäen sehen, die uns fehlen. Aber ja, war Story, wie gesagt, richtig geil. Joseph haben wir getroffen, wir haben herausgefunden, was überhaupt abging. Überhaupt, ja, ich wiederhole mich gerne. Weil im Einser, ja, wir wussten nicht, was wir machen. Wir sind gefallen auf dem Planeten und ja, haben versucht, Joseph zu retten, der gar nicht da war. Fertig. Mehr nicht. Wir hatten keine Ahnung, welche Struktur sie sind. Es kam ja auch ein paar Zeilen zum Lesen, die auch ein paar Lösungen zum Vorgänger geholfen haben, paar Lücken gefüllt haben. Ich weiß aber nicht, ob alles erklärt wurde. Ich muss mir nochmal in meinem eigenen Display wahrscheinlich ansehen. Aber ein paar Dinge sind mir noch unschlüssig. Zum Beispiel die böse KI im ersten Teil. Zu welcher Reihe gehörte die? Was war ihr ursprüngliches Ziel? Das habe ich nicht mitbekommen, falls es überhaupt erklärt wurde.
Ich meine, muss jetzt nicht, nein, aber es wäre trotzdem ganz nett, herauszufinden, wie die KI so korrupt werden könnte. Vor allem, weil wahrscheinlich die auch schuld war an, ja, an Menschen. An den Toten, die da rumlagen. Der andere, ich vergesse mal seinen Namen, mindestens sein Tagebuch haben wir gefunden. Das heißt, wir konnten auch von ihm noch ein bisschen was sehen und seine Gedanken, die er eben Vorgänger hatte, auch nochmal sehen. Das fand ich cool. Ich wünschte, man könnte den irgendwie wiederherstellen. Der war so sympathisch. Ich mochte den so. Aber na gut. Ey, also Story Hammer. Definitiv. Das war ja auch der Fixpunkt des Spiels. Die Entwickler reden ja auch gerne über, haben ein Video auf ihrem Channel, über dem sie über Story geredet haben von Spielen, bezogen auf Nathan Drake. Wie heißt das Spiel? Ich kenne den Charakter, aber nicht den Spielnamen, super. Ich habe es nie gespielt übrigens, von daher fühle ich mich auch nicht verpflichtet. Gameplay hat sich ja, na gut, jetzt nicht so viel verändert, muss ja auch nicht, passt ja alles super. Das neue Kampfsystem war gut, sowohl im virtuellen Raum, ein bisschen mehr Action, weil im Vorgänger war es tatsächlich nur, versteck dich hinter einer Ding, Bande oder irgendetwas und schieß drauf los. Ich denke, ein Roboter gab es tatsächlich, der explodiert ist und einfach auf einen zugelaufen ist, aber gut, den erschießt man auch schnell. Also es war wirklich nicht schwer und auch nie einzigartig, nichts Besonderes. Und jetzt im Nachfolger haben wir gesehen, virtueller Raum, viel geschossen wird, sowohl Hintergrund, Vordergrund und verschiedene Taktiken, die Gegner. Und selbst wenn sie in Masse vorkamen, ja, ich war zwar ein bisschen ab und zu überfordert, aber es kam nie so, wir stopfen einfach 50 Gegner rein und hau die weg, sondern es war immer eine bestimmte Taktik auch dahinter. Hätte ich ihn nur besser ausgenutzt, dann wäre ich auch ein bisschen besser rausgegangen von den Kämpfen. Und in der echten Welt mit 1, ja, an sich musste ich ja nur 2 Knöpfe drücken, immer links, rechts. Man hatte ja sogar viel mehr Energie, unten sieht man ja die Energieanzeige. Ich habe immer nur darauf reagiert, wenn ein Gegner kam, aber man hätte theoretisch auch ein bisschen Button-Smashing machen können. Habe ich leider nie gemacht. Naja, wenn ich die Trophäen suche, vielleicht mache ich es nochmal und schaue es mir genauer an. Ich denke, das war's zum Gameplay. Ja. Dann, wohin kommen wir? Grafik? Ja, gut. Was soll man dazu sagen? Angemessen für das Spiel. Nicht übertrieben gut, aber auch nicht übertrieben schlecht. Vor allem die Details haben mir gefallen, wenn entweder Personen oder die KIs gesprochen haben, dass man ihre Bewegungen wirklich im Detail gesehen hat. Wobei es bei mir auf dem Bildschirm ein bisschen klein war, aber man konnte tatsächlich Mundbewegungen sehen, man konnte die Körpersprache lesen. Das fand ich gut. Hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Und zum Sound, ja, Musik war wie immer angemessen, angenehm, war halt auch nichts Besonderes, klar, aber muss auch nichts sein. Das hat er nur im Hintergrund rumgeduddelt. Obwohl der letzte Track bei dieser Action-Passage, wo die 30 verbunden haben, das hat mir am meisten gefallen. Mir gefallen eh so heroische Dinger. Also auf jeden Fall, ich stehe auf das Game, es hat sich gelohnt, die 4 Jahre auf einen Nachfolger zu warten. Besser als natürlich der Vorgänger, weil ja, es wurde einfach viel verbessert, es gibt viel mehr Inhalt. Man muss aber den Vorgänger nicht gezockt haben. Es gibt ja so eine Zusammenfassung im Menü, kann man sich gleich am Anfang ansehen, damit man mitkommt. Aber ich meine, ja, schadet auch nicht, 1er zu zocken. Ist auch gut. Also ich muss mir die Story definitiv noch ein paar Mal im Kopf gehen. Wie gesagt, ich gucke noch wegen den Trophäen. Entweder seht ihr sie gleich im Anschluss oder in einem extra Part. Ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt schon. Danke fürs Zusehen. Nicht vergessen, ein Däumchen zu geben, damit ich sehe, ob es euch gefallen hat. Sowohl das Spiel, als auch natürlich mein Let's Play. Und natürlich auch, wie gesagt, den dritten Teil werde ich definitiv Let's Playen. Also falls ihr ihn nicht verpassen wollt, abonnieren. Was gibt's noch? Glöckchen gibt's auch noch, stimmt. Glöckchen aktivieren kann man auch. Ja, das war's von mir.
Und damit, keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich fall wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.